Hallo und grüß euch. Ich muss mich richtig konzentrieren, weil ich bin schwer beruhigt da. Ich sitze vor einer wirklich einer wunderbaren Lavendelwolke und kriege diesen angenehmen Duft rein. Es wimmelt vor Schmetterlingen. Im Lavendel drinnen haben wir eine ganz besondere Pflanze, die möchte ich euch vorstellen, ist nämlich heimische Pflanzen. Und ich hätte überhaupt gesagt, ich nehme euch mit auf eine kleine Runde durch den Naturgarten. Vielleicht fällt uns ein bisschen was auf, was wir jetzt schneiden könnten, was wir machen könnten. Wir schauen, welche Tiere, welche Schmetterlinge und Bienen, dass wir finden. Und die Cosi wird uns noch einen schönen, natürlichen Deko-Tipp machen mit Materialien, die ihr wahrscheinlich im eigenen Garten habt. Der Lavendel ist ja, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll, weil das so eine super Pflanze ist. Einerseits für uns gesundheitlich, auch kulinarisch kann man den Lavendel ganz viel verwenden, aber natürlich auch für unsere Insektenwelt. Ich glaube, sie haben mittlerweile knappe 30 verschiedene Wildbienenarten gezählt, die am Lavendel sich Nektar und Pollen holen. Schmetterlinge natürlich auch laufend, da fliegt gerade wieder ein kleiner Dickkopffalter, also ist bei Schmetterlingen auch sehr, sehr beliebt. Also richtig eine super Insektenpflanze. Aber das Witzige ist auch, er ist gleichzeitig auch eine Pflanze, die Insekten fernhalten kann, weil sein Geruch, wenn man den zum Beispiel über Öl auf die Haut aufträgt, der hält dann die Mücken vom Leib. Das ist ja nichts Schlechtes. Und ich zeige euch heute ein ganz einfaches Teerezept mit dem Lavendel, weil jetzt um die Zeit kann man den super hernehmen. Jetzt ist er gerade in Vollblüte, schaut natürlich wunderbar aus. Und wir freuen uns immer, wenn er zum Blühen anfängt, weil dann machen wir uns eigentlich fast täglich einen Lavendeltee. Das ist ihm eine immer wiederkehrende Frage, wann soll man den Lavendel schneiden? Es ist jetzt ein super Zeitpunkt, weil jetzt kann man den Lavendel ja hernehmen und benutzen. Viele von euch werden es in Erinnerung haben, ich auch sehr gut, die Lavendelpusteln von der Oma, die man sich unter den Kopfpolster oder irgendwo beim Bett hingelegt hat. Die Omas wussten es natürlich, so schläft man besser. Das kann man auch zum Beispiel bei Kindern, hat man das in Frankreich, ist das scheinbar so ein guter alter Brauch, dass man das bei den Krippen einhängt, diesen Lavendelduft. Man schläft einfach gut. Das macht der Lavendel, der beruhigt uns. Und jetzt im Sommer, wenn wir ernten, schneiden wir den Lavendel nicht zu stark ein, sondern eher nur die Blüten mit ein bisschen an Laub dazu, weil das ist auch sehr aromatisch, so wie man es da, glaube ich, schon ganz gut sieht. Und das hat dann den super Effekt, dass der Lavendel nach ein paar Wochen nochmal zu blühen beginnt. Also er blüht wieder durch, wie der Gärtner sagt. Bei uns dauert es meistens so 5-6 Wochen, dann kommt er wieder mit der Blüte. Wenn es ein ganz warmes Jahr ist, dann blüht er auch, wenn man nicht schneidet. Also du kannst ihn auch verblühen lassen und er kommt dann selber, aber das dauert halt dann oft sehr, sehr lang. Und so kann ich ihn natürlich super nutzen. Ich schädige ihn überhaupt nicht damit. Und das starke Schneiden, was viele wissen, dass man sagt, man schneidet die Hälfte oder vielleicht noch ein bisschen mehr, das mache ich immer erst nach dem Winter, weil sonst gefriert er rein. Also ihr könnt euch da diese Lavendelpusteln machen. Es könnt aber so ein Streißerl auch zum Beispiel in einen Kosten einlegen, wenn es getrocknet ist. Ist ein super, ist wieder interessant, weil der Lavendel lockt ja eigentlich die Insekten an, aber in dem Fall vertreibt das eben die Motten. Die sind ja wenig geschätzt im Kosten, die will keiner haben. Und der Lavendel ist auch ein Mittel, was super ist gegen Mucken. Also wenn ihr es zum Beispiel in einem Lavendelbad Platz nehmt am Abend, das beruhigt und gleichzeitig haltet an die Mucken fern, weil den Geruch, den mögen sie überhaupt nicht. Wir werden uns jetzt da einen Tee draus machen, weil das ist das Allereinfachste. Es gibt natürlich auch, klarerweise, für das ist der Lavendel ja berühmt, die ätherischen Öle und die kann man ja eigentlich nur mit einer Destille rauslösen und dann kann man eben in dem Fall so ein Lavendelhydrolat gewinnen. Das ist eigentlich das Wasser, das dann raustropft und da ist schon so dieses Öl drinnen. Das Öl müsste man dann noch einmal extra rauslösen, das ist dann so richtig hochpotent. Aber auch im Tee sind diese Stoffe drinnen und der ist ja ganz einfach zu machen. Ich schnipsel da einfach immer Blüten und ein bisschen Laub auch dazu, da können auch die Stängel alles dabei sein. Natürlich könnte man ihn auch trocknen, dann habt ihr ihn bevorratet. So gebt ihr es rein, aufgießen, ziehen lassen und fertig ist der Tee. So 5 bis 10 Minuten könnt ihr ein bisschen experimentieren. Jetzt werden wir den aufgießen und dann kostet man.
So, jetzt lässt man ziehen, ein paar Minuten und dann werden wir genießen und dann werden wir uns fühlen wie Julius Caesar nach einem anstrengenden Tag im Senat, weil der Julius Caesar hat es gewusst, wie die Römer, es ist einfach eine Wohltat und eine super Entspannung im Lavendel zu baden. Es wäre nämlich auch eine Idee vielleicht, diesen Tee könnt ihr euch gerne mal in die Badewanne einladen und dann legt ihr euch da rein. Aufpassen natürlich, dass man sich nicht verbrennt, soll schön lauwarm sein, aber dieser Tee, wenn er fertig ist, ist super auch für die Badewanne. Ich werde jetzt trinken, mich innerlich beruhigen, aber das war wirklich scheinbar, im Rom gab es kein Bad ohne den Lavendel. Also man hat wirklich immer versucht, den Lavendel ins Badewasser mit einzubringen und hat so eben diese beruhigende Wirkung aufs Nervensystem ausgenutzt. Beim Tee ist es auch so, wenn man den Tee trinkt, Lavendel ist auch sehr gut für unseren Verdauungstrakt. Also alles, was Magen-Darm ist, da macht er auch seine positive Wirkung, kann er da richtig schön entfalten, tut beruhigen, tut herrichten. Er ist ja antimikrobiell, also wenn so schädliche Organismen vielleicht unterwegs sind, wie irgendwelche Bakterien, die nicht so gut sind. Also er tut da wirklich ausgleichen und bringt alles wieder so ein bisschen in Balance. Also ein richtiges, wie soll man sagen, ein Wunderkind aus dem Süden. Eine wirklich wunderschöne heimische Pflanze, die kaum wer kennt, interessanterweise, die aber bei uns in der Gegend wächst und auch sehr gern so Hügelland bis ja, in so mittelhohe Lagen, also über, ich glaube, bis 1500 Meter findet man den Hauhechel, der dornige Hauhechel. Ist mittlerweile, kennt ihn wirklich fast keiner mehr, interessanterweise, aber er wächst gern an so trockene Wegesränder, meist so südliche, schön warme Böschungen, darf auch trocken sein. Er ist überhaupt nicht hagel und wird wirklich ein schöner Strauch, so ein Dreiviertelmeter wird der vielleicht hoch und wenn man angreift, dann weiß man, wie so ein Dornig heißt. Er hat so ein bisschen Dornen, aber nicht jeder. Es gibt da welche, wo es keine Dornen haben. Das ist oft von Gegend zu Gegend verschieden. Und wieso mir der so taugt? Erstens habe ich ihn selber bei uns in der Gegend gefunden. Also wir haben noch ein paar Fleckerl, wo er wächst, an so ganz magere Straßenböschungen. Wunderschön. Er ist einfach so ein unglaublicher Magnet fürs Leben im Garten. Ich glaube, man hat knappe 30 verschiedene Wildbienenarten gezählt. Aber das Besondere beim Hauhechel ist, dass 19, vielleicht sind es eh mehr, wer zählt das schon oder wer hat sich damit über Jahre beschäftigt, dass um die 20 Wildbienen spezialisierte Wildbienen sind. Also besonders auf den Hauhechel angewiesen oder auf nahe verwandte Pflanzen. Verwandtschaft sind Leguminosen, also Schmetterlingsblütler, kennt sicher zum Beispiel Bohnen, Erbsen, Linsen, aber auch die Lupine gehört da dazu. Und die haben alle diese typischen Blüten, die für viele Insekten sehr interessant sind, aber nicht so leicht zugänglich. Da müssen sie die Insekten ein bisschen plagen, also da braucht es eher ein bisschen eine kräftige Wildbiene, die dann da dazu kann. Und bei uns wird sehr, sehr gern besucht von der größten Wildbiene, die wir in Europa haben. Das ist die schwarz-blaue Holzbiene, also richtig ein dicker Brummer. Und gleichzeitig wird die aber immer ein bisschen geärgert von der Gartenwollbiene. Da sind die Männchen so lästig, die fliegen ja dann alle rein, die wollen es verjagen. Und es ist auch, muss man auch noch dazu erwähnen, eine wichtige Raupenfutterpflanze. Also Schmetterlinge legen da Eier drauf, kennt sicher die Bläulinge. Das sind so kleine, blaue, liebe Schmetterlinge. Und da gibt es den Hauhechel-Bläuling. Da legt ihm dieser Schmetterlinge die Eier so im Bereich vor der Blüte ab. Und die Raupen fressen dann sowohl die Blüten als auch am Kraut. Und da entwickeln sie, ich glaube, insgesamt sind es so um die 13 verschiedene Schmetterlinge, die eben da die Raupen drauflegen. Und dann haben wir wieder super Schmetterlinge. Also mit der Pflanze hast du irgendwie alles. Wildbienen, Honigbienen natürlich genauso, Hummeln, Schmetterlinge. Und für uns ist es natürlich wunderbar, weil es uns halt erfreut mit ihrer Schönheit. Wenn ihr den Hauhechel vielleicht probieren möchtet bei euch im Garten, es ist nämlich auch wirklich interessant, dass man den essen kann. Der ist früher öfter genutzt worden, kulinarisch. Man hat das heute natürlich alles vergessen. Es war einmal eine Heilpflanze. Heute wird er scheinbar in der Schulmedizin noch genutzt als mildes, harntreibendes Mittel. Aber früher war das eher so ein Thema bei Rheuma und bei Gicht, da nimmt man aber die Wurzel her. Aber es könnt zum Beispiel diese Blüten aus entzückende essbare Deko hernehmen. Auf einen Salat würde sie anbieten, weil er leicht ja da
schon so schön aus mit diesem Rosa von dem grünen Hintergrund oder auf ein Butterbrot, wieso nicht? Und die jungen Triebe im Frühjahr, die könnte man auch verwenden in einen Salat rein oder vielleicht fein zerhacken, irgendwo dazugeben, hat auch eine gewisse Schärfe. Ich finde, es ist ganz ein interessanter Geschmack und es schaut einfach lieb aus. Und ich denke mir, dann haben die Pflanzen irgendwo für einen selber auch noch ein bisschen an Wert, wenn man weiß, okay, das ist sogar was, was man hernehmen und verwenden kann. So, da, jetzt werden wir schauen, unser Demi hat genau fertig sein. Wow, das ist eine Farbe. Das ist eine Farbe. Ganz anders wie beim Tee ist der Sirup, weil wir machen auch jetzt ja relativ viel Sirup aus den Blüten. Da setzt man die Blüten über Nacht an, diese ganz normale Saft-Sirup-Prozedur, dann mit Zucker und Zitronensäure. Und da kriegt er ganz so richtig eine schöne, angenehme Rosa oder Pink, ich weiß gar nicht, was das wirklich ist, die Farbe. Und der schmeckt auch super, also wirklich fabelhaft. Wir haben uns jetzt schon gefreut drauf, weil heuer ist ein Spott dran, weil es eben vom Wetter her lang eigentlich kalt war. Jetzt ist er heuer um 3 Wochen vielleicht später als normal. Und jetzt können wir den Saft wieder machen. Bevor wir jetzt bei mir weitergehen im Garten, würde ich sagen, machen wir eine gemütliche Teepause und besuchen den Markus. Der ist aus Schäfer am Dänengebirge, hat richtig ein super Naturgartenparadies in den letzten Jahren erschaffen. Geht's mit uns eine Runde, genießt es und ich bin ein bisschen stolz, weil ich weiß, dass der Markus mich ganz gern auch ein bisschen hoffentlich als Vorbild für den Garten genommen hat. Vom Fangarten aus der Schäfau am Tennengebirge geht's jetzt mit Markus Burka durch seinen sommerlichen Naturgarten. Ja, auf meiner Runde komme ich natürlich immer sehr gern an der Wegwarte vorbei, weil sie steht ja am Weg, aber jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, was ist denn da los, da wird ja gar nichts. Das ist wirklich witzig bei der Wegwarte. Ab Mittag ungefähr ist die Bar geschlossen. Sie macht ihre Blütenblätter zu. Mir ist die, ich gebe es wirklich zu, es war vielleicht, weil ich damals noch auswärtig gearbeitet habe, jahrelang nicht aufgefallen im Garten, weil es immer Vormittag bliert. Und Vormittag ist man ja normalerweise nicht daheim. Und Nachmittag ist es wirklich zu, du siehst es kaum, ist total unauffällig. Und die Wegwarte ist so eine super, super wichtige Pflanze für ganz, ganz viele verschiedene Wildbienenarten. Es gibt sogar Schmetterlinge, auch wieder die Eier drauflegen. Und die ist so unkompliziert. Wie der Name schon sagt, Wegwarte, sie wächst eigentlich überall am Weg. Fällt euch vielleicht manchmal auf beim Autofahren, wenn ihr es genauer schaut, auf die Straßenränder, wenn man es hier und da ein bisschen stehen lässt, glücklicherweise, dann blüht jetzt um die Zeit dieses schöne Blitzblau, das ist die Wegwarte. Und die Wegwarte haben wir im Großen und Ganzen vergessen wahrscheinlich, war einmal eine ganz eine wichtige und begehrte Nahrungspflanze. Einerseits kannst du den jungen Austrieb von den Blättern für einen Salat super hernehmen. Ist Chicorée-artig vom Aroma, sind ja auch verwandt. Und die hat so
ja, eine herbe Note. Wenn das zu herb ist, kann man das ruhig auch auswassern, also in kaltes Wasser geben und dann gehen diese Bitterstoffe ein bisschen raus. In Summe eine wird es dann immer bitterer und herber vom Geschmack. Oder kann man es auch noch gut hernehmen, weil es wirklich sehr gesund ist, zum Beispiel für einen Spinat oder für Suppen oder fein hacken, irgendwo als Gewürz dazugeben. Und was in der Kriegszeit scheinbar, haben mir einige erzählt, war die Wegwarte so geschätzt, weil man eben aus der Wurzel einen Kaffeeersatz machen kann. Du grabst die Wurzel aus, aber im Winter musst du das dann so von Oktober bis ins Frühjahr rein, Wurzel rausnehmen, fein hacken, rösten, da muss man immer dabei sein, dass man nicht verbrennt, bis schön braun anröstet und fertig ist der Kaffee. Das gierst auf, dann kannst du den Kaffee trinken. Ein schöner Zitronenfalter wieder. Ja, ich brauche nur da oben gehen und links und rechts ist der Weg gesäumt mit lauter herrlichen Pflanzen. Da steigt mir eh schon dieser süße Honigduft in die Nasen. Das ist das echte Labkraut. Gibt so zahlreiche Sagen, weil es wunderbar riecht, dass das Jesukind auf dem Labkraut gebettet war. Ob es stimmt, ich kann es nicht sagen, aber jedenfalls, was sicher ist, deshalb heißt es Labkraut. Das wissen vielleicht ein paar, die mit der Käseherstellung zu tun haben. Man macht oder hat früher diese Enzyme, die für das Lab nötig sind, also damit die Milch gerinnt, die hat man aus dem Labkraut rausgelöst und geht scheinbar, ich weiß es selber nicht, aber ich habe es einmal gehört, dass es für Käse von Ziegen am besten geeignet ist. Vielleicht mag das einmal wer probieren, war ja interessant. Aber nebenbei ist eben eine super, super Pflanze wieder für unsere Wildbienen. Und ihr kennt sicher das Taubenschwänzchen. Das sind diese kleinen kolibriartigen Schmetterlinge, die einen happy machen, sobald man sieht. Und die legen die Eier auf dieses Labkraut, also auf verschiedenste Labkräuter und eben auch auf das echte Labkraut. Und da direkt in dem Labkraut drinnen, da lacht uns ganz fröhlich die Vexiernelke an. Das ist eigentlich, ich glaube, dass das eine sehr gut bekannte Pflanze ist, kommt ursprünglich aus dem Süden, sie heißt der Kronenlichtnelke. Und die ist insofern ganz spannend, weil da sieht man dann so ein bisschen die Zusammenhänge. Es gibt ja diese Gartenwollbiene, von der ich beim Hauhechel, glaube ich, ein bisschen erzählt habe, die fliegt immer um einen Hauhechel herum. Das Männchen ist ganz nervös, dass irgendwer anderer hinkommt. Und die Weibchen von der Gartenwollbiene, die sammeln da an den Vexiernelken diesen weißen Flaum, da ist ein weißer Flaum oben, der übrigens auch zum Beispiel auf Königskerzen oben ist. Und die brauchen diesen Flaum, weil mit denen polstern sie das Nest aus, wo die Eier reingelegt werden. Und jeder, der eine Vexiernelke hat daheim, hin und wieder schauen, und wenn ihr Glück habt, dann seht ihr tatsächlich diese Biene, wie es die Wollen da oben sammelt. Ist richtig entzückend zum Ausschauen. Was haben wir noch alles Schönes da? Ah, da haben wir auch was Schönes. Da haben wir sogar zwei schöne Sachen. Da habe ich den. Das ist eine Knauzie, eine Waldknauzie. Das wären schöne große Pflanzen, werden bis zu 1,5 Meter hoch. Diese typischen Witwenblumenblüten, so ein schönes Lila, blüht eigentlich wirklich lang, werden ziemlich kräftige große Pflanzen, sahen sehr brav und gut aus. Und die habe ich so gern, weil einfach so viel Schmetterlings, wie soll man das sagen, Schmetterlingsverkehr auf denen ist. Also da spült sie sich richtig ab. Immer wenn man vorbeigeht, fliegen die Schmetterlinge auf. Sind einfach leicht zugänglich, da kommen schön hin. Aber auch Schwebfliegen sind sehr gern oben. Bienen natürlich auch, Wildbienen, alles Mögliche. Ist eine total bekannte Pflanze eigentlich, eher so sogar aus unserem bergigen Raum. Also überall, wo es ein bisschen höher ist, weniger in die Niederungen, ein bisschen schattiger, wenn es so ein schattiges Waldwegerl geht, da sind dann diese Waldwitwenblumen oder Waldknauzien. Ganz eine wertvolle heimische Pflanzen, die ganz, ganz wenig nur bekannt ist und verwendet wird. Und das zu Unrecht. Und gleich nebenbei, den erwähne ich vielleicht nur ganz kurz, der Odermännig, eine alte, bekannte Heilpflanze. Und der ist, finde ich, deshalb so witzig. Da hat unser Jüngster, der Niklas, hat uns das ganz gern hinten immer aufgeschossen, auf dem Rücken oder manchmal sogar in die Haare. Die hat lauter so kleine Mini-Samen in der Form von Kletten und die hängen unglaublich gut am Gewand, aber zum Beispiel auch an einer Katze oder am Hund und so werden dann diese Samen im ganzen Garten vertragen. Jetzt zeige ich euch dann noch ein richtiges Highlight von einer super heimischen Pflanze, aber vorher werden wir uns ein bisschen entspannen. Die Cosi macht uns einen schönen Deko-Tipp zum Nachmachen.
Und Cosi zaubert heute aus den besten Naturkräutern ein entzückendes Kräutermobile. Dafür benötigt sie aber erst einen großen Ast, in den sie Nägel einschlägt. An diesen werden später dann die Kräuterbüschel befestigt. It seems your heart just needs a fresh start. Das Wichtigste für ein Kräutermobile sind natürlich die Kräuter. Und davon haben die Burkhardts ja jede Menge im Garten. Vom wilden Dost über Minze, Muscatella-Salbei, Indianernesseln bis hin zu Thymian. Alles, was gesund ist und schön aussieht, darf am Kräutermobile Platz nehmen. Befestigt werden die kleinen Sträußchen mit Spagat. Jetzt noch den Birkenast an zwei Haken an der Decke befestigen. Und die Kräuter draufhängen. Und fertig ist das Kräutermobile. Und jetzt zurück zu Markus. Eine ganz schöne heimische Wildstaude. Früher ganz wichtige Heilpflanzen gewesen, sagt ja auch der Name schon, ist der Heilziest. Da direkt neben mir. Es gibt bei uns zum Glück noch ein paar schöne Wiesen, auf denen der wächst. Das sind eben Wiesen, die meistens zweimal gemäht werden im Jahr und nicht gedüngt. Das taugt einem, weil wenn er zu viel gedüngt wird, dann verschwindet er. Und der Heilziest ist früher sehr viel genommen worden zum Gurgeln, wenn man so Zahnfleischentzündungen hat oder vielleicht kennst du das, diese Aften, wo man so Entzündungen im Mund hat. Also alles, was in der Mundhöhle ist. Aber generell eine sehr, sehr umfassende Heilpflanze, antibakteriell, antiviral. Und. Also konnte man sich richtig super damit austoben. Man könnte ihn natürlich auch kulinarisch verwenden, wieder schöne essbare Deko. Ich muss ehrlich sagen, am liebsten tue ich ihn beobachten, weil es ist dann immer richtig Action drauf. Sehr, sehr viele verschiedene Wildbienen. Ich glaube, insgesamt fast 40 verschiedene Wildbienen sammeln eben da den Pollen oder holen sich den Nektar. Und es ist auch so eine beliebte Schmetterlingsweide. Dauernd wird man umspielt von den Schmetterlingen, die holen sich da den Nektar, ist ein Lippenblütler, wie eben der Lavendel auch zum Beispiel, oder auch der Dost, der wilde Dost oder Oregano. Und die sind ja bei den Insekten so beliebt, weil die sind leicht zugänglich. Die Schmetterlinge können mit einem langen Rüssel den Nektar da raussaugen. Und bei uns ist seit ein paar Jahren die schwarzblaue Holzbiene also gern oben, eben wieder diese riesige blau-schwarz schillernde Wildbiene, die holt sich da sehr gern den Pollen. Da sehe ich gerade einen Wollschweber, der besucht das auch ganz gern. Und jetzt neben mir hat gerade Platz genommen die Gartenwollbiene, ein aggressives Männchen. Ich hoffe, er vertreibt mich nicht. Der fürchtet sich vor gar nichts. Der tut sogar die schwarzblaue Holzbiene ärgern oder manchmal die Taubenschwänzchen und die Schmetterlinge, weil das ist sein Revier. Das gehört nur ihm und seinem Harem. Da ist er der alleinige Chef und da darf sich kein anderer aufhalten. Und wer ein Heilziest daheim hat, setzt sich am besten ein paar, ein 5, 6, 7, ein bisschen auseinander und dann beobachtet das. Der fliegt die ganze Zeit seine Runden und schaut, dass ja kein Eindringling in sein Liebesreich da eindringt. Ja, schön, dass du mit mir
eine Runde gegangen seid durch den hochsommerlichen Garten. Vielleicht habe ich euch ein bisschen inspirieren können. Unsere heimischen Pflanzen bieten einfach so viel. Und das, ich finde, das Nette ist, wenn es dann vielleicht sogar als Draufgabe noch was haben, was für uns super ist, was für die Gesundheit ist oder was einfach nur köstlich ist, wie eben der Lavendel. Ich wünsche euch einen schönen Sommer, macht es gut, viel Freude und Spaß daheim in euren Garten. We live in a dream.